Du hast den Sperrcode deines iPhones vergessen oder zu oft falsch eingegeben und dein iPhone ist jetzt deaktiviert? Keine Panik! In diesem Video zeigen wir dir, wie du dein iPhone wieder entsperrst und eventuell auch deine Daten retten kannst. Das iPhone deaktiviert sich als Sicherheitsmechanismus automatisch, wenn der Code zu oft falsch eingegeben wurde. Genauso kann es aber auch vorkommen, dass auf einmal die Touch-ID oder Face-ID nicht mehr funktioniert, mit dem man bisher das iPhone ohne Probleme entsperren konnte. Wir verraten dir jetzt, welche Möglichkeiten du hast, dein iPhone wieder zu entsperren und an deine Daten heranzukommen. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei dem Apple iPad. Schau dir das Video also am besten bis zum Ende an. Um dein iPhone nun selber wieder zu aktivieren und benutzen zu können, musst du es über iTunes wieder herstellen. In dem Fall werden allerdings alle Daten von deinem Gerät gelöscht. Eine andere Lösung gibt es leider nicht. Um das iPhone wiederherzustellen, musst du es an den PC anschließen und in den Wiederherstellungsmodus bringen. Bei dem iPhone 8 und neueren Modellen drücke kurz die Lauter-Taste, dann die Leiser-Taste und halte anschließend den Power-Button so lange gedrückt, bis das Wiederherstellungssymbol erscheint. Bei dem iPhone 7 halte die Power- und Leiser-Taste so lange gedrückt, bis das Recovery-Symbol auf dem iPhone erscheint. Beim iPhone 6s und älteren Geräten schaltest du das iPhone zunächst aus. Halte dann den Home-Button gedrückt und schließe währenddessen das Kabel an das iPhone an. Halte weiterhin den Home-Button gedrückt, bis das Recovery-Symbol erscheint. Nun öffnet sich in iTunes ein Fenster, über das du die Wiederherstellung starten kannst. Im besten Fall hast du die automatischen Backups in der iCloud aktiviert oder manuell eins über iTunes oder der iCloud gemacht. In dem Fall kannst du das Backup anschließend wieder aufspielen und alle deine Daten sind wieder vorhanden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, deine Daten über die iCloud zu retten. Solltest du das Feature vorher aktiviert haben, wurden hier alle deine Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und Kalendereinträge hochgeladen. Sieh dir dazu dieses Video an, um herauszufinden, wie du deine Daten von der iCloud sichern kannst. Sucht man im Internet nach diesem Problem, stößt man schnell auf kostenpflichtige Programme, die versprechen, das iPhone zu entsperren und die Daten erhalten zu können. Dabei handelt es sich jedoch nur um leere Versprechungen, da das Entsperren von deaktivierten iPhones nicht mit simplen Programmen aus dem Internet möglich ist. Alles, was diese Programme anbieten können, ist lediglich das iPhone wiederherzustellen, was du genauso gut in iTunes machen kannst. Du solltest also skeptisch sein, wenn du solche Angebote im Internet findest. Was du machen kannst, such nach dem Programm einfach mal bei YouTube und schau dir die Kommentare an. Du wirst eine Vielzahl Nutzer finden, die wirklich keinen Erfolg hatten und das Geld letztendlich aus dem Fenster für solche Programme hinausgeworfen haben. Leider konnten wir dir in diesem Video keine Möglichkeit zeigen, wie du die Daten bei einem deaktivierten iPhone selber retten kannst. Sollte das mit irgendwelchen Programmen mal möglich sein, dann werden wir direkt ein Video dazu posten. Vergiss also nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um das Video nicht zu verpassen.